Hallo und willkommen zu einem kurzen Blick in den kommenden Mondzyklus. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und jeden Monat mache ich diese spezielle Mondzykluslegung. Ich lege also erst aus diesen Mondorakelkarten die Karten hier hin. Ja, der beginnt mit dem Neumond im Steinbock am 11. Januar, geht weiter über den zunehmenden Halbmond am 18. Januar im Widder, weiter zum Vollmond im Löwen am 25. Januar, und das ist auch der Wolfsmond, der sich mit dem Thema Leadership beschäftigt, was auch sehr wichtig ist hier in diesem Mondzyklus, gerade in der ersten Hälfte davon. Ja, dann geht es weiter über den abnehmenden Halbmond im Skorpion am 3. Februar, weiter zum nächsten kommenden Vollmond am 9. Februar im Wassermann. Ja, und die ganze Mondzykluslegung, also die ausführliche Variante davon, die verschicke ich jeden Monat kostenlos über den Newsletter meiner Website. Und diesen Newsletter findest du auf meiner Webseite sonne-sand-meer-tarot.de/newsletter. Da kannst du dich dafür eintragen und dann bekommst du einmal im Monat kostenlos diesen Newsletter von mir mit den Daten zum Mondzyklus und einem Link zu einem Video bei YouTube, wo eben diese ausführliche Legung mit bei ist. Und diese Legung ist ein bisschen speziell und die teile ich ganz gerne mit den Menschen, die so ein bisschen näher mit mir in Kontakt sind, die eben beispielsweise auch meinen Newsletter abonniert haben. Und ja, wenn du dabei sein möchtest, findest du den Link dazu unter dem Video. Und ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Und ich verschicke auch nicht so viele Newsletter. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr euch da eintragt und dann irgendwie ständig mit E-Mails bombardiert werdet. Ich verschicke einmal im Monat diesen Newsletter und vielleicht mal, ich weiß nicht, zwei-, dreimal im Jahr, wenn es irgendetwas Spezielles gibt, was der Rede wert ist, dann werdet ihr vielleicht auch noch von mir hören. Aber ansonsten bleibt es bei dieser einen Mail im Monat mit dieser Mondzykluslegung. Alles Liebe!